So, hallo. Hallo ihr Lieben. Heute haben wir ein Fingerbike, das auch wieder was richtig Tolles. So ein kleines Fahrrad, was man eben schön nutzen kann, wenn man nicht so viel Platz hat. Und wenn es draußen auch ein bisschen schlechtes Wetter ist, dann kann man idealerweise, wenn man richtig gerne auch mit dem Bike unterwegs ist draußen, kann man sich einfach das kleine Fingerbike nehmen und damit eben ja, sich eben die Tricks zu Hause durchführen. So, ich mache das mal jetzt auf. So, jetzt haben wir hier. Übrigens, die Bikes, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Jetzt hier haben wir grün und das gibt es jetzt auch dann in Blau, in Grau-Silber, also Grau oder Silber. Das kann man jetzt selber entscheiden, was für eine Farbe das jetzt für einen ist. Ich finde, das ist eher so ein Grau-Silber, so ein Misch zwischen beides. Und ja, dann haben wir noch das Rot, in Rot. Also Grün, Blau, Grau-Silber und Rot. Ja, so, jetzt haben wir hier das Bike. Das wollen wir jetzt mal auspacken. Da haben wir es schon. Wunderbar aus, wenn ihr euch das hier anguckt. Das Bike, das ist echt super im Detail, alles schön verarbeitet. Nehmen wir uns mal das Bike hier raus, wenn es denn geht. Kriegen wir doch hin. Ja klar. So, dann haben wir das Bike hier. Dann haben wir hier auch zwei Ersatzräder, die auch wirklich aus Gummi sind, und hier sieht man auch, dass wirklich Liebe aufs Detail gelegt wurde. Man sieht die einzelnen Speichen und das ist natürlich richtig cool, ne? Man kann die Räder wechseln, das sind auch jetzt andere Räder, ne? Wenn man mal Bock hat auf die Felgen, dann kann man eben die montieren, oder man hat eben wieder auch Bock auf die anderen und dann montiert man eben einfach schnell die anderen. So, den Gummi, den kann man ja auch abnehmen. Das ist auch möglich. Man kann also auch, wenn man mal einen Platten hat, ne, kann man die auch wechseln. Man kann jetzt auch, wenn man will, diese roten Gummis auf die Felgen hier ziehen, und dann kann man eben viel experimentieren und ja, eben seinen eigenen Style so reinbringen, ne? So, ich mache das mal gerade wieder hier rauf. Mal gucken, wie es hier so läuft. So. Ja, naja, das reicht erstmal so. Dann haben wir hier wieder, wenn man die Räder wechseln will, haben wir hier wieder was zum Rumschrauben. Na, hier ist er. Auch aus Metall, ne? So, dann haben wir ein Fahrradschloss. Das Fahrradschloss, das können wir auch nehmen, ne, damit uns natürlich das keiner klaut. Da haben wir hier das Ding immer dabei. Und da können wir das sogar auf und zu machen. Ey, das ist ja Hammer. Das kann man hier so bewegen. Man kann das hier wieder hier einstecken. So. Und jetzt ist es aber auch zu. Das geht nicht auf. Das geht nur auf, wenn man hier oben auf den Knopf drückt. Blub. Das ist offen. Und ja, man kann eben jetzt hier sein Fahrrad so ein bisschen anschließen. Man eben hier so das Ding hier rum, so, so, und nun kann keiner mehr mit wegfahren, ne? Jetzt ist das fest. Machen wir es mal wieder auf. So, jetzt haben wir das Fingerbike hier. Man sieht, man kann das Lenkrad nach links und nach rechts bewegen, je nachdem wie man das möchte. Und die Pedale, das ist auch eine richtig geile Sache. Wenn man die Pedale dreht, müsst ihr mal schauen, dann dreht sich sogar das Hinterrad. Ist das nicht geil? Das ist doch Hammer. Wenn man an den Pedalen... Das ist so geil. Seht ihr? Hier.
Die Sattelstange. Und wenn man auf den Sattel drückt, dann bremst man automatisch, ja. Also man kann damit richtig geile Stunts machen und hin und her fahren und machen und tun. Und ich denke mal, das ist eine richtig coole Sache, oder? Ja, und mit dem kann man eben auch die Räder wechseln. Das ist auch möglich. Man muss die einfach nur abdrehen. Und dann kann man, hier haben wir die eine Mutter. Hier haben wir die andere. So, dann können wir das Rad rausnehmen. Das hier wieder einfügen. Dann werden wir das hier durchfädeln. Das hier durch. So, jetzt haben wir es. Ich hatte bloß die falsche Seite. Müssen wir nur noch raufschrauben hier. Und dann haben wir das Rad hier drin. So, jetzt haben wir gleich mal ein rotes und ein schwarzes. Und man kann das eben bewegen und machen und tun, wie man will. Das ist echt coole Sache. Ah, wäre ich in der Schule oder wäre ich irgendwo noch ein Teenager, würde ich das Ding auch überall mit hinnehmen. Egal wo man ist, dann holt man es aus die Tasche und dann geht's los, ne? Da kann man ja, ein bisschen rumspielen, ne? Gut, alles klar. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das Bike hat euch gefallen und ja, ich würde mich eben auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Und vielleicht schaut da mal vorbei in den Shop. Der Link, der steht da unten. Und ja, ich würde mich freuen. Danke euch.